Der postete den ganzen Tag sein eigenes Essen, war der trainiert, heute trainiere ich Brust. Da denke ich ja, wen interessiert. Meinst du, das interessiert irgendjemand? Und den Schmerz hintereinander verspürt, ne? Wo man sagt, das ist es, ne? Hier hast du schwarz auf weiß. Jetzt kannst du nicht mehr irgendeine Ausrede mehr suchen. Also das ist einfach das Vertrauen. Ja, ich gebe euch das Vertrauen zurück, weil ich einfach sage, es hilft mir tatsächlich. Verwandlung. Ich bin Nicole, bin, lass mal zählen, ich glaube um die 53 Jahre, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Bin alleinerziehend, habe einen 16-jährigen Sohn und arbeite in den Medien. Ja. Wie bist du denn jetzt zu uns gekommen? Ich habe einfach gegoogelt. Ich wollte einfach was verändern, weil mir klar war, so geht es nicht weiter. Und habe einfach angefangen, Coachings zu googeln. Und dann bin ich auf ein Video von ihr gestoßen und dachte so, oh krass, das finde ich echt überzeugend. Und ja, so bin ich in Kontakt getreten zu euch. Und was sind denn jetzt so bis jetzt die Eindrücke, ne, die du gesammelt hast? Ja, also heute war schon, also mich hat das echt viel Kraft jetzt gerade gekostet. Ich bin ziemlich fertig gerade, weil ich bin total unvoreingenommen hier reingekommen. Und ja, das ganze Messen und sowas und Wiege, ich merke einfach, das sind alles so Triggerpunkte, ja, mit Fettmessen und die, ne, die Daten durchsagen, das war schon ein bisschen gerade anstrengend, aber das verstärkt nochmal die Verpflichtung, das fand ich total gut. Und das ist für mich unheimlich wichtig, ne, weil, genau. Schön, aber dass du das jetzt so gesagt hast mit der Verpflichtung und auch, guck mal, du wirkst im ersten Moment sehr, sehr tough auf mich, ne? Also wenn du schaffst, alleine zieht 16-jährigen Sohn, hey, das ist so, du hast Power. Man merkt dir das sofort an. Du hast eine Präsenz. Das ist, wie gesagt, ich arbeite so viel mit Menschen, aber dass du jetzt auch die Charakterstärke hast, mir jetzt zu sagen, okay, das ist schon hart. Ist es die Konfrontation? Total. Das ist so die absolute Konfrontation. Ne? Wir mussten ja in den ersten Stunden ja genau diese Konfrontation ja beschreiben. Und es waren genau gerade diese Punkte, die ich eigentlich auch geführt hatte. Ja? Dieses sich wiegen, die Zahl sehen. Und den Schmerz hintereinander verspürt, ne? Wo man sagt, das ist es, ne? Hier hast du schwarz auf weiß. Jetzt kannst du nicht mehr irgendeine Ausrede mehr suchen. Ja. Und du bist auf der sicheren Seite. Wir sind ja da, wir machen gemeinsam das. Und deswegen auch sehr, sehr schön, dass du dich eingelassen hast. Was hat dir denn zum Schluss, wenn du jetzt sagst, du hast eine Werbung oder sowas, oder nee, du hast gegoogelt, ja, was hast du denn gegoogelt, wenn ich frage? Weißt du das noch? Was hast du denn genau eingegeben? Diätcoach. Diätcoach? Ja, und ich habe vor allem Diätcoach Köln. Weil ich glaube, das war mir wichtig, ja, dass ich irgendwas habe, was in meiner Umgebung ist. Mhm. Dass mir das Gefühl gibt, ich habe hier was in der Nähe. Wenn irgendwas ist, kann ich irgendwo hin. Ja, ich glaube, das war total wichtig. Und dann das Video, was du gesehen hast. Was hat dich da angesprochen, dass du gesagt hast, okay, ich informiere mich mal. Was war das? Es war halt nicht dieses 0815. Ne? Du bist halt eben genauso auf eingestiegen. Ja, es gibt viele Coachings und ne, die wollen alle so und so und Gewichte und Training. Also wenn du das jetzt gerade sagst, ne? Ey, das, ich glaube, vorhin hat noch mal jemand das so zu mir auch gesagt, weil ich hatte, war das so ein Video, was ich so gesagt habe über andere Coaches, die genau. Die krass. Also ich weiß nicht, ne, da war die Selina, warst jetzt noch nicht da, ne? Ich habe das mit der Mali gesagt, weil ganz ehrlich, ich beobachte ja immer, was die anderen Coaches machen. Und das ist ja immer, dass mich das trickt. Ich denke mir immer, wer geht denn da hin? Da postet er den ganzen Tag sein eigenes Essen, weil er trainiert, heute trainiere ich Brust. Da denke ich ja, wen interessiert? Meinst du, das interessiert irgendjemand? Da denke ich mir so, ey, ich bin, das käme mir gar nicht irgendwie in den Sinn rein. Und wenn ich dann sehe, was die in den Coachings dann machen und teilweise 4.000 bis 6.000 Euro dann dafür nehmen, da habe ich dann einfach, ja, genau. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Weil wir haben ja die Leute, die kommen dann zu uns ins Coaching und sagen so, oh mein Gott, ey, endlich ist da mal jemand da und hilft auch, ja. Echt. Also ich hatte das vor... Nicht alles, gibt es euch auch Ausnahmen, ja, muss ich auch sagen. Ja, aber ne, das, was ich da immer sehe, aber erzähl mir. Ich hatte vor ein paar Monaten tatsächlich schon mal einen Start irgendwie losgelöst bei mir. Und da hatte ich auch dieses erste Beratungsgespräch. Und dann war ich nach dem Gespräch, zuerst war es super nett, ne? Klar, man will natürlich auch die Leute ranziehen an das Coaching. Super nett und nach dem ersten Beratungsgespräch dachte ich, ich habe so ein komisches Bauchgefühl. Irgendwie hat mich das überhaupt nicht überzeugt, obwohl die Person super nett war und alles toll und ja, du schaffst das, bla bla.
Aber dann habe ich, ich hatte bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Die habe ich dann auch ganz klipp und klar gesagt. Ich habe einen super stressigen Job, ich bin zeitlich eingeschränkt. Ich habe ein Riesenproblem mit Trinken. Ich habe gerade ein Riesenproblem mit Sport, weil Übergewicht, es tut alles weh und ich habe einfach keine Zeit. Ja, auch hier die Schultern hochziehen, das war so. Ne? Ja, alles kein Problem. Du musst keinen Sport machen. Das Wasser ist ehrlich gesagt auch erstmal nicht so wichtig. Und es waren alles so Faktoren, ich dachte so. Eigentlich hätte ich in dem Moment den Arschtritt verpassen müssen. Ja, das fehlte mir total. Ich dachte so, okay, wenn das doch so easy ist, dann brauche ich eigentlich keinen Coach. Also ja, das hat mir total das große Fragezeichen gestellt. Sagt, nee, das kannst du eigentlich, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Also ich wusste ja, was mich, ich wusste, hey, du musst an dir arbeiten und du musst einfach an deinem Körper auch arbeiten, nicht nur im Kopf. Ja? Und das hat mir gesagt, nee, sorry, also das auch mit dem Trinken. Ich habe 0,5 Liter am Tag, wenn es hochkam, getrunken. Und jetzt? Ich bin ehrlich. Ja, sei ehrlich. 2,5 bis 3 Liter. Das ist aber ich meine, ich habe das ja vor 2 Wochen angefangen. Das ist für mich ein Quantensprung. Ich wollte es gerade sagen, von einem halben auf 2,5 bis 3. Genau. Also mein Sohn hat mich immer gefragt, Mama, und wie sieht's aus? Wie viel hast du getrunken? Und früher war immer ja 300, 400 Milliliter wert. Um Gottes Willen. Und jetzt ist es, ja, 2,5, 3. Was, du hast mehr getrunken? Also, ja, super, ja. Da kriege ich natürlich auch immer eine Riesenmotivation. Und ich merke einfach, dass es mir total gut tut. Also das ist einfach das Vertrauen. Ja, ich gebe euch das Vertrauen zurück, weil ich einfach sage, es hilft mir tatsächlich. Ey, wir stehen sowas von am Anfang, ey, so, wenn ich dich jetzt hier live sehe, das ist ja nochmal was anderes. Das wird kein Thema. Du hast in deinem Leben, du hast so viel schon geschafft. Ne? Ja, ich habe super viel geschafft, aber für mich selber. Ja, genau. Und das ist das, was ich dir jetzt einfach bei unserem Coaching, was du bei uns mitbekommst, weil du hast Power. Ich merke das, du hast so eine Power und Energie. Und wenn du ja was in deinem Leben irgendwie gemacht hast, wenn du irgendwas dir in den Kopf gesetzt hast, ich brauche nicht fragen, ich weiß das, du hast das immer gemacht. Du hast das geschafft und ich weiß, ey, ganz ehrlich, es war so schön, dass du jetzt uns da vertraut hast. Und da hat die Alinta dich quasi gut abholen können im Gespräch, ne? Ja, total. War super. Super gemacht. Ja. Was könntest du einer Frau sagen, die denkt, wie ich, du hast das ja gerade eben mitgekriegt, was ich gefragt habe auch, ne, die anderen Mädels, ne? So viele Frauen, die sehen das und ne, ich will ja quasi da den Mut machen, quasi. Wenn jemand jetzt vielleicht so einen Ausschnitt sieht, so wie du es gesehen hast, das macht mir Mut, dass ich es nicht aufgebe. Was kannst du einer Frau denn mitgeben, die jetzt vielleicht bei uns so ein bisschen den Content mitverfolgt, die da vielleicht denkt so, ja, ich weiß nicht, also bei mir geht das vielleicht nicht. Wie soll ich das denn machen und was ist, wenn ich das nicht schaffe und so. Was kannst du einer Frau da mitgeben, auch wenn du jetzt erst so kurz dabei bist, ne? Was würdest du da so einer Frau sagen? Ich glaube, mich hat das persönliche Coaching total überzeugt. Ihr seid einfach alle wirklich total dahinter. Und total überzeugt und auch dein Team ist einfach nur so eine Einheit. Das finde ich total wichtig beim Coaching. Ich bin selber halt total im Stress jeden Tag und es ist einfach, wenn man es im Kopf einfach begreift, dass es für einen selber ist, dass man an sich selber erstmal arbeiten muss. Ich weiß, dass du wahrscheinlich ganz, ganz viele Jahre eher die anderen immer. Ich war total verloren. Wie gesagt, ich werde jetzt in diesen Coaching-Einheiten, die jetzt kommen, immer Stück für Stück immer mehr, sodass du dich selbst wieder so auch wahrnimmst. Weil das wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen, weil du hast das mehr als verdient, ne, dass du dich da wieder richtig wohlfühlst in deinem Körper und vor allem mit Leichtigkeit gesundheitlichen Sprung nach vorne machst. Ja. Ey, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Vertrauen. Es macht mich richtig stolz, dass du dich angesprochen gefühlt hast. Auch danke, dass du mir jetzt nochmal gesagt hast, was dich da abgeholt hat. Ne? Vielleicht müssen wir in die Richtung noch ein bisschen mehr machen. Danke. Einfach nur danke. Danke dir. Komm, lass dich nochmal drücken, ey. Einfach mal schön, ne? Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.